Die Spinalkanalstenose des unteren Rückens. Ursachen, Symptome und Therapie kurz und knapp erklärt. Kommt ihr mit dem Fachbegriff der Spinalkanalstenose irgendwie in Berührung, seid ihr sehr wahrscheinlich bereits bei einem Orthopäden gewesen. Es wurde bereits wahrscheinlich ein MRT durchgeführt und dadurch, dass es so ein sehr spezifischer Fachbegriff ist, ist es so, dass Menschen, die damit in Berührung kommen, auch direkt ein bisschen Angst bekommen. Kommen wir aber direkt zum wichtigsten Teil des Wortes Spinalkanalstenose, nämlich dem Wort Stenose. Denn die meisten von euch werden wissen, Spinal hat grob irgendwas mit dem Rücken zu tun. Der Kanal, ganz einfach gesagt, ist irgendwo eine Röhre, wo etwas durchzulaufen scheint. Eine Stenose allerdings bezeichnet immer eine Verengung, ja, oder beziehungsweise eine Engstelle, was in diesem Fall ganz einfach bedeutet, dass die Röhre, in dem unsere Nerven laufen, also besser gesagt sogar unser Rückenmark, was im Grunde in unserer Wirbelsäule durchläuft, dass diese Röhre verengt ist. Und auch ganz einfach gesagt oder ganz einfach vorgestellt, Nerven, die durch einen Kanal laufen, eine Engstelle, entsprechend Druck auf die Nerven, das kann nicht gut sein. Bitte bleibt auch bis zum Ende des Videos dran, denn da verrate ich euch, wieso die Therapieaussichten bei einer Spinalkanalstenose an sich nicht so gut aussehen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter, ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und Sporttherapeut und Inhaber der Gesundheitswelt in Filma und ich informiere Menschen, die ein gesundes und erfülltes Leben führen wollen, über alle möglichen gesundheitsrelevanten Themen, also folgt mir gerne auch auf diesem Kanal. Kommen wir direkt zu den Ursachen. Wie entsteht denn so eine Spinalkanalstenose? Wichtig ist erstmal, diese Verengung des Spinalkanals tritt in den meisten Fällen erst im letzten Lebensdrittel auf. Die Ursache einer Spinalkanalstenose ist in erster Linie Verschleiß der Wirbelsäule. Ich verlinke euch hier einmal ganz kurz mein Osteochondrose-Video. Da geht es ein bisschen ins Detail, wenn ihr euch das auch noch anschauen wollt. Das habe ich euch wie gesagt verlinkt oder das kommt auch unten in die Beschreibung rein. Und wie ihr auf dem Bild hier erkennen könnt, ist es so, dass sich unsere Wirbelsäule im Laufe unseres Lebens einfach verändert. Die Wirbelsäule verschleißt. Ich sage immer, ähnlich so wie meine Haare grau werden, ja, wie meine Haare sich verändern und nicht mehr so dunkelbraun sind, sind die grau geworden. Ebenso verschleißt unser Körper, also das heißt, die Wirbelsäule verändert sich im Laufe unseres Lebens, was früher irgendwo weich und beweglich war, wo die Wirbelsäule sich noch gut bewegen konnte und wir sehr, sehr beweglich sind, verändert sich im Alter hin zu eher knöchernd und steif. An den Übergängen von den jeweiligen Wirbelkörpern entstehen so Knochenanlagerungen. Unser Körper ist ein Wunderwerk der Natur, denn nur so konnten wir uns auch als dominante Lebensform auf diesem Planeten durchsetzen. Geht es aber um die Tatsache, dass unser Körper im Verlauf des Lebens weiches Bandscheibengewebe abbaut und Knochensubstanz anlagert, ist es ähnlich wie bei einem Fersensporn absolut kontraproduktiv. Denn bei einem Fersensporn passiert im Grunde genau das Gleiche. Diese Knocheneinlagerung oder Knochenanlagerung im Bereich der Wirbelsäule, im Spinalkanal und auch an den sogenannten Neuroforamen, das sind so die Austrittslöcher von der Wirbelsäule, denn diese Knochenanlagerungen sorgen nämlich allmählich für eine Verengung in diesem Bereich. Und was jeder durch Allgemeinwissen wahrscheinlich auch wissen wird, ist, wenn Nerven immer weniger Platz haben bzw. durch Knochen langsam abgedrückt werden, kann das nicht gut sein. Und das hat dann diese typischen Symptome einer Spinalkanalstenose zur Folge. Die Symptome eines verengten Spinalkanals entstehen also, wenn die Nerven zu wenig Platz haben. Werden die Nerven als Beispiel beim Gehen, wo wir die Wirbelsäule aufrichten und im Grunde beim nach hinten drücken, im Grunde den Platz ein bisschen knapper machen, wird dieser Spinalkanal oder halt diese Neuroforamen, die verengen sich. Und diese angebauten Knochen, die dafür sorgen, dass da wenig Platz ist, bedrängen
im Grunde dann den Nerven. Es entsteht dann in Folge ein Rückenschmerz mit Ausstrahlung in die Beine. Wir haben ebenfalls mit Gefühlsstörungen in den Beinen zu kämpfen. Die Beine fühlen sich müde an und auch schwer. Dies lässt dann relativ schnell nach, wenn wir uns nach vorne beugen und wir dadurch mehr Platz im Bereich der Wirbelkörper erzeugen. Denn ihr müsst euch vorstellen, meinetwegen, wenn wir sehr aufrecht sind, dann erzeugen wir Druck auf die Nerven, beugen wir uns nach vorne, wird dieser Raum quasi erweitert und der Nerv hat dann wieder mehr Platz und die Symptome gehen dann relativ schnell wieder zurück. Wichtig ist auch, dass die Symptome sich sehr, sehr langsam und schleichend ausprägen. Das heißt, es ist nicht wie bei einer akuten Verletzung, dass meinetwegen wir hinfallen und wir brechen uns den Arm, sondern dieser degenerative Umbau, diese Knochenanlagerung an den Wirbelkörpern passiert sehr, sehr schleichend. Und die Dauer von dem Verlauf variiert auch dann sehr, sehr individuell und variiert von Person zu Person. Unbehandelt führt eine Spinalkanalstenose im Endstadium zu einem Querschnittssyndrom, in dem es zu einer schlaffen Lähmung kommt. Und glaubt mir bitte, das möchte niemand sehen, erleben oder auch mitmachen. Wie sieht denn die Therapie bei einer Spinalkanalstenose aus? Häufig kommt es bei einer Spinalkanalstenose ebenfalls zu einer verringerten Beweglichkeit. Wir werden eher steif und unbeweglich. Und das ist auch der erste Therapieansatz. Menschen mit einer beginnenden Spinalkanalstenose müssen in Bewegung kommen. Erstes Mittel bei einer Spinalkanalstenose ist die Physio- und die Trainingstherapie. Im Vordergrund sollte eine bessere Führung und bessere Beweglichkeit der Wirbelsäule stehen. Häufig haben wir Patienten mit einer Spinalkanalstenose, die Probleme mit Übergewicht haben. Bandscheiben bilden den Puffer zwischen den Wirbelkörpern. Diese Bandscheiben ernähren sich aber durch Druck und Zug, allgemein gesagt mit Bewegung. Die Bandscheiben haben die Möglichkeit, Wasser im Kern zu binden. Das passiert aber nur, wenn wir die entsprechenden Proteoglykane im Galeatkern stimulieren und es dazu kommt, wie gesagt, dass wenn wir genug trinken, dass in der Nacht sich die Bandscheiben dann auch wieder auffüllen und wieder so ein bisschen mehr Raum generieren, einfach. Ja, man sagt immer, man steht gut im Saft. Das ist tatsächlich, tritt in diesem Fall zu. Wir haben durch die Möglichkeit, durch Bewegung, durch Sport, durch diesen ganz leichten Druck und Zug, natürlich jetzt nicht in Form von einem Dauerdruck, wenn wir sehr, sehr schwer sind. Ja, manch einer würde sagen, naja, ich habe doch permanent Druck, ich habe ja einiges, was ich mittrage. Dieser Druck ist nicht gemeint, sondern durch dieses Training, durch diese leichten Druckbewegungen, durch diese leichten Belastungen der Wirbelsäule, soll es dazu kommen, dass wir unsere Bandscheiben wieder sehr, sehr stoffwechselaktiv halten und dass die wieder belastbar werden und sich gegebenenfalls sogar wieder in der Größe wieder ein bisschen anpassen, wenn sie besser Wasser binden können. Erweitert zu einer aktiven Bewegungstherapie besteht die Möglichkeit einer medikamentösen Therapie. Mit Spritzen in den Rücken wird an die jeweilige Stelle, wo die Spinalnerven im Grunde austreten, Cortison gespritzt, was entzündungshemmend wirken soll und den Nerv zum Abschwellen bringen soll. Im Endstadium muss eine Spinalkanalstenose allerdings operiert werden. Damit komme ich, wie am Anfang erwähnt, zu einer traurigen Wahrheit, denn der Körper hat enorme Selbstheilungskräfte. In den meisten Fällen kann der Körper sich selbst heilen und eine Verbesserung herbeiführen. Das Problem bei einer Spinalkanalstenose ist aber, dass dies hierbei nicht passiert. Durch den Anbau von Knochengewebe versucht ja im Grunde der Körper, das Segment zu stabilisieren und mehr Stabilität herbeizuführen. Und genau dieser Versuch, mehr Knochensubstanz dahin hinzubauen, eine Verbesserung herbeizuführen, führt zum Verengen der Wirbelsäule und führt zu einer Spinalkanalstenose, einer Verengung der Strukturen. Unbehandelt und im fortgeschrittenen Stadium muss die Option einer Operation ernsthaft erwogen werden. Auch wenn in unserer Gesellschaft mittlerweile eine relativ vernünftige, eine Anti-OP-Bewegung entstanden ist, sollte man sich bei der Therapie einer schweren Spinalkanalstenose vor einer OP nicht verschließen. Wichtig dabei ist aber, sich von einem guten Arzt, von einem guten Orthopäden, von einem guten Neurochirurgen wirklich ausführlich aufklären zu lassen und dann eine vernünftige Entscheidung zu treffen.
Ich habe euch in diesem Video immer wieder überall mal so Videos verlinkt. Diese findet ihr, wie ich schon gesagt habe, auch unten in der Beschreibung. Bitte erwägt auch gerne, wenn euch das Video gefallen hat, auch meinen Kanal zu abonnieren. Und gerne könnt ihr mich für meine Mühen auch entlohnen, indem ihr mir unten auch ein sogenanntes Super Thanks da lasst. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis bald, euer Peter. Ciao.